Ja, meine werten Gefährten, wie sehen denn eure Pläne aus für die nahe Zukunft? Ägypten. Weiter Afrika. In Ägypten. Also Afrika, also Ägypten und dann Afrika. Wir hatten uns schon mal unterhalten, wie wir das mit dem Zusammenschließen machen. Wir sind noch nicht wirklich auf eine Idee gekommen, wie wir es eigentlich richtig machen. Mhm. Vor allen Dingen, also die Übernahme dann eines anderen Kaisers. Ja, schlussendlich wird es nun so sein müssen, wenn wir das so uns vorstellen, dass die Kaisertitel vernichtet werden müssen, sodass... Du kannst deinen Hauptkrieg nicht vernichten. Das ist korrekt. Das müsste man auf kriegerischen Wege, naja, auf intrigischen Wege tun. Weil ich das richtig sehe. Du kannst theoretisch ja man kann Auflösungsfraktionen. Das ist richtig. Ja, das splittert doch alles. Und dann hast du trotzdem nicht geeint. Oh, da ist immer jemand leise. Nein, bist du nicht. Wer von euch hat denn jetzt die Wohltat für mein Gewissen erlebt? Der Kaiser von Schamburg. Richtig. Okay. Ich werde, sobald ich 150 Goldmünzen zusammengekratzt habe, gegenüber den Abbasiden auf euch zukommen lassen. Ist dies euch genehm? Ja. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle vielmals, dass ihr mir dieses unnütze Geschöpf vom Leib geschafft habt. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne warme Zeit bei euch hier. Danke. Kein Problem. Mensch, so darf man aber nicht über seine Frau reden. Wieso Frau? Spaß. So, dann muss ich auch direkt mal hier gucken. Wie lange lebt sie eigentlich noch? Was geht noch? Meine Christina ist 80 Jahre alt. 79 Jahre alt. So. Ein neuer Sohn. Werter Herrscher von Benin, wollen wir unser Bündnis wieder einmal dadurch stärken, dass ihr meinen lieben Sohn unterrichten wollt, mein Neugeborenes als Mündel an euren Hof nehmen wollt? Gerne, aber ich weiß nicht, ob ich mich noch lange einer gesunden Gesundheit erfreuen kann, denn ich bin besessen. Vielleicht mal hoch in den Ding gehen und um das Auffinden der Bundesladen zu nehmen. Mach das mal, ey. Das wäre geil. Die nach dem Fall des äthiopischen Abessinien-Könige an euer Reich verloren gegangen zu sein scheint. Geh mal hoch, ja. Ja, als ob. Einmal nicht aufgepasst, wieder ganze Armee weg. Was ist das denn? Das sieht er öfters, gell? Ja, es ist halt einfach, weil diese blöden Islam-Leute da immer so starke hier Kriegsvolk haben. Das ist echt heftig. Komm, gewinnt das, bitte. Ey, das verliere ich trotzdem. Ist ja unfassbar. Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Google doch mal fix. Oder soll ich mal in der Bibel nachschlagen, die ich habe für den Fall, dass es irgendwie hilfreich wäre? Mach was du denkst. Okay. Du kriegst das hin. Wir glauben an dich. Als ob der wieder verstorben ist. Ich kotze. Ich brauch dringend mehr Kriegsvolk. Das ist ja absolute, also... Kann nicht sein, ey. Mist. Natürlich ziehen sich jetzt meine Truppen über einen halben Kontinent zurück. Dieses Spiel, ich hasse das manchmal, ne? Wirklich.
Ach, Mist, einmal nicht aufgepasst. Schade. Shit, shit, shit. Röstchen. Ach stimmt, das gibt's ja, sorry. Juckt mich aber auch nicht, bin ich ehrlich. Okay. Hast du gefragt, ob wir jetzt Mare Nostrum angreifen dürfen oder erobern dürfen? Okay. Hm. Wird's nicht gefragt? Sag mal. Deine Freunde. Brauchst du eigentlich Hilfe bei dem Kampf da oben? Oh, eigentlich hätte ich hier keine gebraucht, aber ich bin offensichtlich zum Scheißen zu dumm, mit einer 2-1 Übermacht einen Kampf zu gewinnen. Darf natürlich immer helfen kommen, wenn du Bock hast. Ich weiß nicht, ob meine Truppen das aushalten bis da nach oben. Ja, weiß ich auch nicht. Leider kann ich dir nicht helfen. Ich könnte dir ein bisschen Geld schicken, wenn du das willst. Du könnt mir immer Geld schicken, wenn ihr wollt. Das muss ich halt über den Proxy machen. Wenn du kann ich dir fix ein Geschenk schicken und du leitest das weiter an Mali? Ich probiere es ja. Es könnte sein, dass es am Weg dazu leider verloren geht. Ja, dann muss ich mir den Weg bahnen. Leider, tut mir leid. Dankeschön. Danke, meine wehren Herren. Als Afrikaner müssen wir zusammenhalten. Sehr gut. Es ist vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber... Löblich, löblich. Wenn da noch Bedarf besteht, ich hab da noch ein bisschen. Seid ihr alle so reich? Ich hab gerade angespart, weil ich halt immer Angst hab, dass Abbasid mich angreift, nachdem das letzte Mal diplomatisch aggressiv gegen mich wurde. Oh nein, immer wenn ich sehe, Pause ist, kriege ich immer ein zu viel hier in dem Spiel. Gut, das ist Bohne, mal gucken. Jetzt kommt wahrscheinlich der Typ von vorne rein. Nee, es gibt jetzt 100 pro so Leute, die nachjoinen. Aber ja, Wetter, Herr von Benin. Ich habe gleich zwei kurze Attentate auf euch vor. Nein, ist nicht erlaubt. es gibt zwei Dinge, die meinem Reich sehr helfen würden. Einmal habt ihr eine Enklave mitten in meinem Lande, die habt ihr vielleicht bemerkt. Ich weiß, ich hab's schon probiert, aber es funktioniert nicht. Er ist nicht mein de jure Vasal. Weil er ein drunter ist noch. Ah, okay. Ich hab's schon probiert. Jetzt könnte man auch überlegen, dass man das anders löst. Ja, es gibt noch eine zweite Sache, die mir sehr helfen würde. Wenn man auf den Kaisertitel drückt, ne, dann sieht man ja immer, die Königreiche, die schraffiert sind, die werden mit einer gewissen Zeit irgendwann in den Haupttitel einverleibt. Ne? So, ja. Und aktuell habe ich zwei Kaisertitel. Und das ist natürlich ein bisschen ungünstig ab und an. So. Und das Kaiserreich Guinea könnte ich vernichten, den Titel, wenn ich das Königreich von Gur komplett in meinem Besitz hätte. So, dann das, ne? Problem an der Sache ist, dass drei Provinzen dieses Königreiches aktuell dir gehören, lieber Herrscher von Benin. Kannst du den vernichten oder kannst du den nur vernichten, wenn dir alles gehört davon? Wenn mir alles die Jure davon gehört, wird er automatisch vernichtet. Der ist dann weg, weißt du, was ich meine? Was? Nein, das glaube ich nicht. Vernichten ist uninteressant, aber du musst es halt haben, damit es eingespeist, genau. Genau. Hast du von Erbteilung, weil sonst wird er wieder erstellt ab dem nächsten, also wenn du wieder... Hab ich noch nicht. Eben, dann hat es aktuell noch keinen Sinn. Ja, ich würde noch warten, bis du es machen kannst. Nee, worum es mir allgemein ging, ist einfach, dass ich gerne dieses Gebiet mir in meinen Haupttitel einverleiben würde. Ja, darum geht's ja. Das geht aber nicht einfach so. Doch, das geht einfach so, wenn ich alle Provinzen von dem Titel besitze. Ja, dann passiert das von ganz alleine. Über eine gewisse Zeit, wenn es der nächste ist, der an deinem Hauptding dran ist. Alle, die an meiner Hauptprovinz dran liegen und deren Titel ich alle besitze, werden eingeklärt automatisch. Ja. Das ist ja auch bei den Königreichen von Mowgli und Guinea so.
Ja, genau, das dauert dann aber halt ein bisschen. Das dauert 100 Jahre und das kann ich verschnellern. Ja, aber nur was wir machen. Einen Titel. Ah, ne, Quatsch, wenn du alles hast, dann kannst du den kompletten Titel beschleunigen. Richtig. Weißt du, was wir machen? Wir können einen Tausch machen. Weil ich hätte gern das Königreich Songhai voll. Und dann kriegst du die, weil das gehört zum Kaiserreich Benin dazu, bei der Erstellung wurde das hinzugefügt. Und die besitzt du, dann tauschen wir einfach Provinzen. Siehst du das? Ganz ja, gut. Ich seh's. Ja, würde ich mich mit anfreunden. Weil dann hat jeder was davon. Ich muss nur schauen, wie ich das. Also. Songhai hat ja ehemals eigentlich zu Mali gehört, ne? Just saying, aber ja. Ich weiß, es wurde lustiger. Ich dachte, ich sag's nur mal. Ich weiß, aber. Einfach weglachen, das macht's immer besser. Ich weiß, aber ich weiß aber nicht, warum es dann eigentlich zum Kaiserreich gegründet wurde. Weil, wenn du alle Königstitel, die du besitzt, wenn du ein Kaiserreich gründest, werden automatisch die Jure dein Kaiserreich. Egal, wo es vorher dazu gehört hat. Wenn du ein eigenes gründest. Wenn du ein eigenes gründest, genau. Genau, wenn du ein eigenes gründest. Hat er ja gemacht. Alva auch von sich aus gegründet, deswegen ist das Königreich von Alva da so ein bisschen meh, mittendrin. Verstehe. Okay. Na, wenn du es nicht magst, dann spiel ich sie. Dann ist eh klar. Nö, aber ich würde mich damit anfreunden, weil auf lange Sicht ist es, glaube ich, besser, einen sehr starken Kaisertitel zu haben, als einen sehr starken und einen sehr schwachen zu haben. Das würde ja dann trotzdem immer wieder so Konflikte geben, weißt du, was ich meine? Ja, dann erklär mir den Krieg und dann kapituliere ich sofort. Ja, ist nice, dann machen wir das so. Ich muss jetzt erstmal oben den anderen Krieg fertig machen, den ich ziemlich dämlich geführt habe, aber naja. Ich krieg nämlich jetzt durch meine Kinder bekommen jetzt durch eine Heirat mit dir, ich weiß nicht mehr wer, ich glaube irgendeiner von deinen Leuten hat von mir göttliches Blut. Also nicht göttliches Blut, genau. Ne, von mir kriegst du das Genie, glaube ich. Echt? Warte mal. Ja, irgendwas war da das letzte Mal, wo ich an irgendjemanden ein Genie von mir verschachert habe. Warte, muss ich schauen, wer das war. Nee. Ah ja, der. Ja, genau. Oh Gott. Das ist der mir Nubisch machen konnte an alle. Aber Nubisch ist nicht so interessant für mich. Ich hätte gern Nubisch-Ägyptisch. Nubisch-Ägyptisch wird es aber irgendwann mal nicht mehr geben. Nubisch-Ägyptisch? Was? Naja, das ist der, den der Schwitzer im Abbasidenreich gegründet hat. Oh Gott. Also Hofhalten war ja gerade absolut grausam, das war ja nix halbes, nix Ganzes. Denkst du, dass wir gerade Pause haben? Ja, ätzend. Achso, weil um dann irgendwas abzuschicken, meinst du? Ja klar, weil wenn du Hofhalten gemacht hast. Na stimmt, hab ich nicht dran gedacht. Ist die Pause jetzt länger oder ist es jetzt, oder? Ja, da connectet wahrscheinlich gerade einer rein. Ah, okay. Oder mehrere. Mich ist ja wurscht, ob du Nubisch-Ägyptisch vernichtest. Wenn ich's habe, dann kann ich's ja wieder etablieren. Dann muss ich dich vernichten. Nein, hör auf jetzt. Ich krieg's sowieso nicht. Hör auf jetzt, sagt er. Was war das gerade? Ich krieg die Kultur eh nicht, also keine Sorge. Aber was ist, wenn ich dich vernichte? Ich vernichte einfach nicht. Ja, probier mal. Okay, jetzt gehen die ersten Intrigen innerhalb von Afrika los. Erstmal sind wir miteinander verbündet. Obwohl, das ist ja eine Kleinigkeit. Aber ansonsten, du hast kein weiteres Bündnis und ich habe alleine doppelt so viele Truppen. Na und, ich finde schon meine Verbündeten. Ja, genau, geh doch zu den Abbasiden. Mach ich nicht, aber okay. So stark. Jetzt hol dir mal den ganzen Fleck da unten, nicht so peinlich, dass nein. Du nicht alles hast. Nein, ich muss da taktisch vorgehen. Ich gliedere gerade das eine Königreich ein in den Kaisertitel. Weil wenn ich jetzt komplette das ist ein zweites Kaiserreich nämlich da unten. Wenn ich das alles einnehme und sterbe, ich bin 48, dann splittet sich das wieder auf. Ja, macht's nur lustiger. Nee. Doch, wirklich. Nein. Doch, wirklich. Nein. Doch, wirklich. Nein. Doch, wirklich? Doch. Ich denke nicht. Okay. Ja. Waffe, nein. So, dort ist hier wieder Laden. Ja. Ah. Nice.
Übrigens, man könnte überlegen, wer der Herrscher von Benin, und das gilt vielleicht auch für Kanem-Bornu. Ich weiß noch nicht genau, wie man das umsetzen könnte, aber in der Theorie gibt es da eine Provinz südlich von dem Land, das ich gerade angreife in Spanien. Da gibt es so eine kleine Provinz namens Mura. Seht ihr die? Ja. Theoretisch könnte man überlegen, ob man euch die irgendwie geben könnte, so als Außenposten könnte man das beziffern. Also links der grüne kleine Fleck, da ja, ganz links in Spanien. Ja, der den Fluss entlang geht. Er heißt Mura, wenn du drauf gehst. Das ist ja, genau. Von Almania. Richtig. Also ich will alles dafür geben, dass ich irgendwie noch Cordoba kriege, aber leider habe ich diesen Krieg gerade richtig dämlich geführt, muss man einfach mal so sagen. Aber in der Theorie, wenn ich euch irgendwie in diesen Krieg ziehen könnte, könnt ihr eure Truppen nach oben bewegen. Ich weiß, das ist teuer, aber ich sag's erstmal nur, ne, so als Vorschlag. Und dann beende ich diesen Krieg, ihr löscht eure Truppen noch nicht. Ich erkläre den nächsten Krieg gegen Cordoba und rufe euch da auch mit rein. Und dann könnte man nämlich gucken, ob man euch da nicht irgendwie eine Provinz geben kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich darf das nicht. Das ist viel zu weit weg. Das stimmt. Benin wäre es so wahrscheinlich auch schwierig, weil er keinen Seezugang hat da oben. Ich bin aktuell auch viel zu weit weg davon. Also ich brauche erst wieder den Weg zum Schwarzen Meer, und das geht halt nur übers Abbas. Ich finde, für Benin wäre es gar nicht mal so er falsch. Hat er zum Meer? Doch, hat er. Ja, ganz unten. Unten, toll. Das ist ja eindeutig zu weit. Der braucht oben irgendwas. Und dann macht es Sinn. Ja. Dann aber ich meine... Meine Handelsstraßen, Anführungszeichen, haben sich ja nicht nur darüber definiert, dass man direkte Zugänge zu irgendetwas hatte, sondern auch über Drittreiche oder so. Das war ja dann auch praktisch geregelt. Bitte? Du bist ja quasi kurz vor Gibraltar mit deinem. Er hat es ja schon relativ lange in dem Bereich da oben. Das ist richtig. Aber das war ja dann vertraglich geregelt gewesen. Das hat es ja ausgehandelt. Und du hattest trotzdem da an der Seite so ein bisschen mehr Zugang. Er müsste halt einmal auf das Kompetenz. Nur auf die Boote ausheben. Es läuft übrigens weiter. Ja, es läuft weiter. Also, die Admins wissen nicht mal, ob sie überhaupt Artefakte für einen Spieler spawnen können. Okay. Ja, also, wenn irgendwas ist, dann. Bin ich dann. Naja. Ja, dann ist das halt. War trotzdem ein schöner Roleplay-Moment. Das glaube ich. Erzengel Michael nach Informationen über die heilige Bundeslade gefragt und dann erstmal ein bisschen aus der Bibel vorgelesen, wo die Bundeslade beschrieben wird. Warum auch immer. Sehr gut, schlecht. Wenn man es kann. Wenn man es hat. Gerade da. Ah, das ist ja bitter. Jetzt hat der einen Krieg erklärt. Oh, ist das dumm. Ich spiel, ne? Schreibt echt Geschichten, wo du denkst, wie kann das sein? Oh Mann, ey. Werden Krieg erklärt. Naja, ich kämpfe gerade um dieses Scheichtum von Xenxia da, ne? Und jetzt kämpfen die aber auch gegen Al-Sark. Und wenn ich das jetzt gewinnen würde, würde ich automatisch gegen Al-Sark kämpfen. Aber dem möchte ich eigentlich einen Krieg erklären, weil ich ja Cordoba haben will. You know what I mean? Ja, ich weiß schon. Es ist wieder so bescheuert. Ruhe mit denen und dann dauert es wieder, bis du wieder mit denen... Richtig. Oh, das ist ja bitter. Das ist ja bitterste. Oder ich kapituliere hier oder mache einen weißen Frieden und kämpfe dann direkt gegen Cordoba. Um den Champion zu holen, sind einfach alle die besten Kämpfer einfach immer von irgendjemand anderen gegen. Produziert, sage ich mal. Mhm. So, wenn ich das jetzt so mache und dann gegen Al-Andalus kämpfe, ey, das würde gehen. Hat Lust, mir gleich jemand in einem Krieg zu helfen? Ist da jemand? Wie gesagt, ich komme nicht so weit ran, um dir wirklich. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, meine Gruppe wird auch nicht schaffen.
Warte mal. Warum hat die nubische Kultur keinen. Achso, ah ja, es wird gerade. Das was anderes hat gerade Exposure. Also der Casus Belli. Exposure. Nee, ja, mhm. Genau, das. Ich dachte kurz, was. Wieso passiert nichts? Okay, Benin. So, jetzt machen wir das erstmal mit dir hier fertig. Dann nehme ich diesen hier. Und dann ist das das Herzogtum von Mambrusi. Ja. Darf ich dir also Krieg erklären? Nein, aber mach. Nein, ja klar. Haben wir ausgemacht. Wusste. 13.000 Mann, nichts, Mann. Ich werde mich beteiligen auf mein Leben. Ich kapituliere sofort. Nice. Ich hoffe, ich bleibe noch über die 10.000. Bitte bleibe. Geil. Ersparnis im Haus. Ja, bist du. 300 Gold. Ja, das hatte ich auch, habe ich auch gekriegt gerade. Alter, 300, what the fuck? Hast du, hast jetzt, 300 ist nicht so viel, wenn man 6. Du hast das falsche Gold angeboten, ne? Nein, wirklich? Ja. Scheiße. Oh Mann, ey. Fuck, es tut mir leid, scheiße. Oh Mann, ich war immer, nein, weil ich immer recht, oh scheiße, sorry. Warte, ich schicke dir das Geld zurück, ich habe, glaube ich, Geld von dir bekommen. Ja, und zwar sehr viel. Scheiße, ich schick's dir zurück. Du hast 800 Gold oder so von mir bekommen. Warte, ich schick's dir zurück. Sorry. Mann, das war jetzt echt kacke. Tut mir leid, das war echt dumm. Scheiße, jetzt habe ich eine Fraktion. Scheiße. Es tut mir echt leid. Bitte nimm das schnell wieder an. Ja, voll. Oh. Lanka Ü und sicher. Sichelklünge, ja, richtig. Gehen sich dann bald an die Gurgel. Hat er einfach das Falsche geschickt. Und ich dachte schon so, drücke ich da jetzt einfach auf Akzeptieren oder lese ich mir das einmal durch? Dachte ich, ach, der wird das schon richtig gemacht haben. Oh Gott. Ja, das ist einfach akzeptiert. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass es richtig ist. Das ist noch ein Vorschlag von mir. Ja. Warte, einmal schicke ich es noch, einmal schulde ich es noch. Ja, ich weiß nicht, wie viel es war. Es kann, weiß ich nicht. Ich glaube, 950 gehabt und ich glaube, ich habe dir 850 abgenommen. Das heißt, jetzt müsste das letzte Mal. Ich glaube, es ist irgendwie sowas, ne? Oh Mann, es tut mir so leid. Nicht schlimm. Das merkt sich mein Herrscher für zukünftige Sachen. Ich meine, das ist so, du bist ja schon so gewohnt, dass du einfach jeden fertig machst, dass du einfach immer das Rechte klickst und dann hast du aber nicht mehr nachgedacht darüber, dass das nicht kapitulieren ist. Also ich hatte ja sogar geschickt Frieden erzwingen, dachte, okay, er nimmt das jetzt einfach an. Ja, okay, aber ja, passiert, ist ja nicht so wild. Ich werde dir dann in was weiß ich, in ein paar Jahren nochmal Krieg erklären. Ja, bitte, du bist immer der Wertekaiser. Richtig, der werte Kaiser von Kornem Bornu. Ja. Hier, bitteschön, euer Gold. Und er steht halt auf Pause. Ah, ja, okay, gut, passiert. Habt ihr das Goldgeräusch gehört? Da hat irgendwas geklimpert gerade. Ja, ich hatte tatsächlich auch noch ein paar Fässer Met dabei für euch, aber irgendwie hat der Abbasid den Wegzoll dann hat gesagt, sein Wegzoll ist. Den Met vom Deck schmeißt. Ich konnte noch ein Fass nicht an. Der war unter Deck gebunkert. Das schenke ich euch hiermit als nochmal kleine Aufmerksamkeit zusätzlich. Und ich hoffe, ihr werdet ihn genießen. Und ja, Skull. Skull! Skull! Ah, wunderbar. Endlich mal ein paar Softkumpanen. Wollt ihr noch etwas von diesem Kräuterzeug hier? Ich hab eine Pfeife und jetzt müssen sie rauchen, werter Herr. Das müssen sie mal ausprobieren. Ist aber nicht so komisches Zeug wie da von dem Dude aus Geldern, oder? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ich weiß nur, dass vor etwa 200 Jahren, vor 200 Jahren ungefähr hatte die große Dynastiegründerin, die Angela Merkel, Besuch aus Geldern und da gab es durchaus Machenschaften, wo uns so grünes Zeug verkauft worden ist. Und ich muss zugeben, in unserer Grafschaft der damaligen Hauptprovinz von Marzahn
hat es sehr gut geblüht und gedeiht. Und ich muss zugeben, ich bin ein wenig abhängig davon. Ja gut, ich sag's mal so, Mischkonsum ist nicht gut. Durchaus, ich merke schon, wie es auf den Magen schlägt. Ja, scheiße, jetzt habe ich auch noch einen Schluck auf von der Kacke. So, nun, probiert es doch nur. Oh, ja, ja. Ja, kratzt aber ganz schön. Das knallt. Ui. Ja, ist ja ganz anderes Zeug. Ja, wächst bei euch, glaube ich, besser als in Geldern. Darauf erstmal ein bisschen mehr, würde ich sagen, ne? Ja, Skoll, meine Freunde, Skoll. Oh, Skoll, was auch immer es heißt. Das heißt so viel wie ein Guten. Guten. Ich glaube, ich gehe jetzt mal immer auf mein Schiff und fahre mal wieder nach Hause. Aber nicht sterben, das hat mein Großvater schon gemacht. Er ist einfach verreckt, als er abgereist ist. Das war ganz komisch. Nee, ich werde nicht sterben. Ich habe extra so einen Steuermann, der übernimmt die ganze Scheiße. So, nehmen Sie hier als Ehre dessen ein Schaf mit. Gehabt euch wohl. Okay, dankeschön. Tschüss. Habt ihr es gehört? Ein Schaf? Wir haben gar keine Schafe hier. Der ist völlig bescheuert. Ich hab den einfachen Walross damit aufs Schiff getan. Hat er gar nicht mitbekommen. Walross. Das war geil. Das war gut. Das war geil, wie er das mit den Sounds macht. Wahnsinn. Ja. Ich hab mal eine Hauptrolle in ein Theaterstück gespielt. Lange her. Immer so Narnia gespielt quasi. Krieg?